Was geht, Freunde? Euer Lieblingswut Kiro ist wieder back am Start auf der YouTuber-Insel und wir bauen gerade unsere Nether-Festung-Kuppel fertig. Wir haben es geschafft. Guckt mal, unter meiner neuen Führung. Ey, das ist wir saßen jetzt wirklich noch die ganze Nacht dran, deswegen hat das ein bisschen gebraucht. Aber ey, es ist, ich find's richtig gut. Guck mal, was wir schon schaffen durch meine neue Führung. Das ist untertrieben, ja. Mit deiner neuen Führung, Alter, ist das alles viel krasser, Mann. Und weißt du, Beule, ich hab heute was richtig krasses geplant. Und zwar dadurch, dass Tobi ständig ein Problem mit Timmy hatte und ich wollte ja eigentlich, dass Tobi zu den Höllenkriegern kommt, weil, ne, wir stehen ja für das Richtige ein, kann ich ihnen heute sagen, dass ich der neue Anführer bin von den Höllenkriegern und dann wird er vielleicht uns joinen. Das kann sein, das müssen wir ausprobieren. Das wäre richtig, richtig geil, dann wären wir die vollständigen Höllenkrieger. Hallo Krieger! Steinchen bewacht, glaube ich, gerade Timmy. Lass da mal vorbeischauen. Mal, hier ist nämlich unser Exit. Oha. Warte mal. Hast du das schon wieder? Beule? Das funktioniert nicht. Hast du dich verbaut? Ich hab mir doch Mühe gegeben, Mann. Mann, Beule, ja, dann lass über die Brücke gehen. Ich bin halt nicht der Beste, ey. Digga, Beule, du musst ehrlich noch ein bisschen Redstone üben, Alter, sag ich dir ehrlich. Tut mir leid, ja, ich check das alles. Boah, aber wir gehen jetzt trotzdem zum Gefängnis. Deine Lytra, hast du die? Ja, klar. Mann, du hast hier echt Mist gebaut. Egal. Ich weiß. Ah, ey! Was ist denn los, warum Junge? Sind die hier? Warum ist hier offen? Ja, wie, warum ist hier offen? Ich sag's mal so, Alter. Ah, Moni ist gestorben. Ja, aus Versehen, Bro. Aus Versehen. Aha, aus Bro, Versehen. Da ist doch Beule. Oha, was macht der da? Richtig. Beule und ich, siehst du die Aussicht, wie wir die Kuppel gebaut haben von der Festung? Das, was du niemals hättest hinbekommen. Ja, sieht krass aus, Alter. Herzlichen Glückwunsch, Junge. Richtig, ja. Hast du richtig gemacht, ja? Ja, bist du schon neidisch? Okay aus. Nö, bin ich nicht. Ich sag's mal so, ich hätte es auch so gut hinbekommen, aber mit Muni niemals, zusammen. Niemals, niemals. Muni hat zwar Vorarbeit geleistet mit den Fundamenten, aber wir haben es jetzt noch besser hinbekommen. Wo ist Steinchen jetzt? Wo ist er hin? Bro, der ist abgehauen, der hat Muni erledigt, der würde wieder hier reinholen. Aber ich sag's mal so, was ist eigentlich eure Mission hier? Hä? Ihr macht die ganze Zeit nur Faxen. Ja, unsere Mission, du weißt ganz genau, was die Mission ist. Hast du dich schon entschieden, ob du dich vor mir verbeugen willst? Bro, ich verbeug mich nicht vor dir, Bro, weil du bist nicht mal würdig genug, dass ich mich vor dir verbeuge. Du bist seit einem ganzen Tag da jetzt schon drin und willst dich einfach nicht zur Vernunft bringen, oder was? Nö, weil ich Höllenkrieger bin. Ich bin der Anführer der Höllenkrieger und werde Anführer sein. Doch. Beule, sag sie, wer ist der Anführer? Bro. Ich bin Kiro natürlich, wo. Richtig. Guck mal, wo du gerade bist, Timmy. Guck, wo bist du hier drin? Ja, ich bin hier, Bro. Sieht so der Anführer der Höllenkrieger aus. Ich glaube nicht. Bro, wenn ihr wüsstet, was gleich kommt, Alter. Du weißt gar nichts. Doch, ihr werdet zittern. Bro, guck mal, bei mir in den Kommentaren haben Leute schon geschrieben, dass ich jetzt King Kiro bin. Haha, King Kiro? Ich glaube eher Loser Kiro, Alter. Ja. Ey, Bro, du hast dich richtig verändert. Sagt der eingesperrt ist, Digga. Genau, so schaut's aus. Dazu, ein richtiger Höllenkrieger zu sein, Alter. Du musst nicht böse sein und musst auch Dinge tun, die dir nicht passen, Alter. Richtig. Und das hast du bis jetzt noch nicht gemacht. Glaubst du nicht, dass mir das gepasst hätte, dass ich dich einsperren muss oder was? Natürlich hat dir das gepasst. Du wolltest nur den ersten Platz holen, Alter. Ich kann immer Erster kommentieren, bei egal welchem YouTube-Video. Ja, das kannst du machen, Alter. Das ist auch die einzige Sache, wo du Erster drin bist, Junge. Ah, wir warten jetzt mal, bis deine wundertolle Muni wiederkommt. Okay, ich will 10 Minuten Privatsphäre. Aber ist das okay? Beule, wie voll ist dein Darm? Ich muss mein Geschäft machen. Ich muss mein Geschäft verrichten. Okay. Dann lassen wir dich Klosachen machen oder so. Danke, oder Leute, ihr ja, du könntest ein wahrer Toilettenkrieger sein, ja? Ein Toilettenkrieger, so sind wir jetzt. Da sind wir jetzt du könntest ein Toilettenkrieger werden, nachdem du hier so rummoserst, Alter. Ihr seid echt eklig, Alter. Ja, komm, Beule, lass ein bisschen hier rüber, ja? Er soll sein Ding machen. Steinchen kommt dann schon noch mit Muni. Das wird richtig, richtig toll. Jetzt, wir müssen erstmal gucken, dass wir hier unser komischen Eingang gefixt bekommen, ja? Also den du verwasselt hast. Das einfach ab und dann passt das schon. So, was hast du jetzt hier vermasselt? Hier sollte doch alles funktionieren. Guck mal, hier sind die... Hä? Was war? Was hast du jetzt gemacht? Ich weiß nicht, ich habe irgendeinen Block abgebaut. Mann, was ist denn das für eine Scheißkonstruktion? Boy, was tust du? Ey, das ergibt doch gar keinen Sinn, hier ist einfach nur ein Redstone. Oh, da habe ich irgendwas komisch gemacht. Beule, was? Du kennst dich gar nicht mit Redstone aus, hä? Nimm mal die Pistons, nimm mal hier die Pilzlichter. Fix das jetzt mal.
Okay, warte mal. Tobi ist noch nicht online, Alter. Mann! Oh, ich hab zwei Redstone. Ja, okay, warte mal. Das ergibt alles Sinn. Nein, nicht laut. Ich hab deine Schalke-Kiste! Nein, Spaß, Mann, Bro. Guck mal, ich bin nicht Timmy. Ich bin nicht Timmy. Guck mal, siehst du? Meine ich ja. Richtig, ich bin nicht Timmy. Ich werde nicht meine eigenen Leute die ganze Zeit irgendwie für meine eigene Amüsierung missbrauchen oder so. Ja, das macht er nicht gut, aber das ist richtig frech, sowas. So. Hab's gefixt. Es funktioniert. Leute, du hast alles gemacht, aber nichts gefixt. Die Frage ist jetzt, wo bleibt eigentlich Steinchen? Das ist eine gute Frage. Vielleicht ist er auf Klo. Er will ja Moni wieder eskortieren, weil sie muss ja auch wieder ins Gefängnis rein. So ist nicht. Das macht er gerade. Was macht Timmy? Der faule Sack. Was? Beobachte mal Timmy. Guck mal, siehst du ihn von hier? Ja, ich sehe ihn. Der macht irgendwelche komischen Sachen. Was macht er? Er sneakt irgendwie oder so. Hey. Bro, was macht der? Wo guckt der hin? Er sneakt die ganze Zeit. Irgendwas stimmt hier nicht. Bro, er will mich absolut hops nehmen. Hier redet die ganze Zeit jemand, aber zeigt sich nicht. Wie eklig kann man sein? Wenn ich herausfinde, wer du bist, Alter, dann wird das dein letztes Stündlein sein, Alter. Moni erfuhr kinetische Energie. Bist du schon wieder Selbstgespräche da drin, oder was? Jetzt reicht mir. Bro, was habt ihr mit Moni die ganze Zeit getan, Alter? Ja. Bro, wenn sie zu schlecht ist, eine Elytra zu benutzen, dann passieren solche Dinge. Bro, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ich weiß nicht, Steinchen eskortiert sie. Das war wohl ein Fehler, weil er ist gerade nicht die erste Kerze. Ja, da fängt er schon an. Steinchen eskortiert sie. Bro, der Typ hat nicht mal geschissen, irgendwas zu machen, ey. Richtig, aber das ist halt nicht mein Problem, wenn sie durch seine Hand gestorben ist. Nee. Bro, das ist dein Höllkrieger, ist es nicht? Du konntest es nicht mal hinkriegen, dass er aufhört, Moni als Schweinchen zu betiteln, ja? Bro. Also was kannst du besser, Alter? Bro, wegen dir ist Moni draufgegangen und ich sag dir ehrlich, das wirst du auf jeden Fall noch bereuen. Hier, Junge, bam. Das Feuer, Alter, tut so weh. Ja, tut hoffentlich auch. Tschüss. Was denkt ihr, wie eigentlich wer ist? Er ist entthront. Er ist einfach entthront und deswegen frustet ihn das jetzt. Er schreit nach Hilfe. Hört ihr das, Leute? Er schreit nach Hilfe. Timmy, hier ist niemand. Trotzdem will ich das. Ich will Moni sehen, Alter. Ich hätte nie gedacht, sowas erleben zu dürfen, dass der große, mächtige, ach so tolle Timmy nach Hilfe rufen muss. Manchmal muss man Dinge machen, die eigentlich nicht normal sind, aber dann machen die doch einen Sinn, verstehst du? Steinchen! Oh, und Moni ist auch hier! Wo ist jetzt Moni? Leg deine Elytra ab, sofort! Sofort Elytra ablegen! Komm her, Moni! Ja, ich mach. Du darfst wieder zu deinem Ehemann, sie dürfen die Braut jetzt küssen. Ja, und dies und das. Richtig witzig, Kiro, ja, komm. Ja, rein, Moni. Obsidianblock. Wo ist mein Kopf? Moni, du hast den Obsidianblock oder du, ja. Perfekt. So, dasselbe Spiel wie immer. Du weißt, du kommst erst hier raus, wenn du dich vor mir verbeugst. Machen wir aber nicht und deswegen machen wir erstmal wieder Privatsphäre, okay? Ja, gute Nacht. Okay, gute Nacht. Ich hab keinen Bock mehr mit dir zu reden. Ja, ey, Steinchen, komm mal mit. Die hab ich angespürt. Ja, dachte ich mir. Aber guck mal, wir haben die Base fertig gebaut, Alter. Beule hat zwar ein bisschen Faxen gemacht wegen Redstone. Aber. Hä, wieso das funktioniert jetzt alles? Guck dir das mal an, wir haben die Kuppel jetzt hier komplett fertig gemacht, Steinchen. Schau mal. Guck mal, Digga. Ja, was ist los? Du bist so gut aussehen. Hey, Steinchen. Wie ist eigentlich? Wie sind es auch die Anführer? Wer ist es alles Anführer? Also ich sag, Anführer. Ich sag euch ehrlich, also ich als neuer Anführer brauche natürlich auch eine rechte Hand, so wie es für Timmy war. Echt? Und nachdem Snoopy irgendwie die ganze Zeit nicht da ist und ich weiß auch nicht, wisst ihr eigentlich, wo der ist? Ja, ich weiß, was er ist. Und zwar ist er in den Toiletten. Ja, er ist ein Toilettenkrieger, das dachte ich mir, er ist sowieso... Ja, dachte ich mir. Aber ich glaube, wir müssen auf jeden Fall bald ein kleines Tournament oder sowas machen. So, der Stärkere von euch beiden wird definitiv meine rechte Hand. So ist nicht. Ich mache immer alles richtig, außer Redstone-Schaltungen, aber sonst... Ja, aber das ist egal. Es geht ja hier um die Stärke, weil man muss mich auch beschützen können. Und Beule, du hast ja den Titel, du hast ja eigentlich hier den Titel, also der meiste, der hier gestorben ist auf der Insel. Das ist halt schon mal echt nicht cool. Nein. Bro, deswegen, Mann, also ihr... Wir müssen das in einem fairen Tournament machen, so. Oh Mann. Ja, ganz normal. Ey, Steinchen!
Ey! Geroll. Bring die Blöcke mit hoch und mach das Loch hier zu. Was ist los? Kann ich Timmys Kopf doch holen, ne? Timmys Kopf werden wir holen, definitiv. Aber erst muss er sich vor mir verbeugen, weißt du, weil sonst ist er aus dem Gefängnis. Wir holen uns auf jeden Fall Timmys Kopf, aber der muss sich zuerst vor mir verbeugen, definitiv. Okay, das sieht schon mal genauso aus wie früher. Das, Jungs, jetzt... Bro, hast du die richtigen Blöcke mit oder nicht, Beule? Ah, was denn sonst? Das sah doch ja, da mach jetzt mit den Deep Slate zu. Jetzt müssen wir aber eigentlich nur noch drauf warten, dass Tobi online kommt. Was los, Beule? Ein paar Steinchen wird gerade von Timmy verprügelt. Hä? Kommt mal her. Ach so, was machst du denn hier, Stu? Was wird denn das hier? Okay. Pischer ist auch hier? Ihr würdet uns jetzt durch eure Buffs besiegen. Alles gut. Wir können mit Enderperle eh abhauen. Ich schaff's. Ja, was wollt ihr denn hier? Ich bin auch gerade nicht auf den Kampf hinaus. Ich will nur euch eine einzige Frage stellen. Was denn? Was macht ihr für krumme Machenschaften? Und wieso habt ihr hier so ein krasses Gebäude gebaut, hä? Bro, das haben wir jetzt über die Nacht auf jeden Fall gebaut. Sag ich dir ganz ehrlich, und weißt du was, Timmy ist einfach ein Großverräter, er ist ein richtiger, heftiger Verräter, deswegen habe ich mir den Thron angerissen. Ich bin jetzt der neue Anführer der Höllenkrieger. So schaut es hier nämlich aus. Du bist also der neue Anführer, oder ja, was? Ja, richtig, weil Timmy ist nicht fähig dafür. Was für ein Buh, Alter! Provozier mich nicht. Ich will wissen, wer von euch hat das gebaut? Warum sieht das so geil aus? Das haben Beule, Steinchen und ich über die Nacht gebaut. Beule hat ein bisschen mit Redstone Faxen gemacht. Guck mal, wir haben sogar ein Haustier. Ist das euer Haustier? Ja, richtig. Ich will was zeigen. Kommt mal mit. Was macht der jetzt? Sio, was los? Was willst du zeigen? Jungs, ich muss mit euch ein ernstes Wörtchen hier reden. Ich hab schon mitbekommen, ihr habt irgendwelche Kräfte. Ist das wahr? Ist das richtig? Was für Kräfte? Was laberst du? Darf ich das ausprobieren, Alpersteinchen? Was ausprobieren? Aber nein, okay. Aua. Oh mein Gott. Von welchen Kräften redest du, Sio? Erzähl mal. Was machst du wieder unten? Hä, was für Tobi? Oh mein Gott. Ey, macht Tobi gerade TNT-Action da unten? Ja, klar. Bro, was labert der? Tobi macht da unten TNT. Bro, Pischer, was laberst du? Ja, dann geh mal nachsehen, danke. Aua, okay. Geh mal nachsehen da unten. Okay, ich geh nachsehen. Bro, wo läufst du hin? Ich muss was essen. Bro, was machst du? Ich muss erst mal essen, ich hab Hunger. Warte mal, stimmt, wo ist Jo? Beule, wo ist Jo hin? Du hast ihn zuletzt gesehen. Geh zu Timmy. Mann, es tut mir leid, ey. Was machen die bei Timmy, Digga? Hä? Die befreien Timmy. Leute, Nein. Die sind noch da, alles gut. Timmy? Ich hab keine Spitzhacke in meine Hand genommen. Ich schwöre, ich hab keine Spitzhacke in meine Hand. Warum redet dann Timmy nicht? Wo ist Timmy? Timmy redet nicht, guck doch. Wo ist Timmy? Die sind weg! Was habt ihr gemacht? Nichts, wir haben nichts gemacht. Was habt ihr gemacht? Wo sind sie hin? Oh mein Gott, pass auf. Okay, es reicht. Pass auf. Es reicht, Digga, es reicht. Zieh dich zurück, zieh dich. Es reicht, Digga. Digga, wie viel Damage die machen. Komm, weg mit euch. Wo habt ihr Timmy hingebracht? Sag es mir. Bleib in der Lava. Wo ist er? Hinterher! Fischer, bist du abgehauen? Hau ab! Steinchen, halt ihn auf! Komm her! Ja, ey, Bro, du bist alleine gegen uns dreimal! Ich werde euch nicht besiegen, aber ich lasse nicht zu, dass den Fischer meinen Kumpel besiegt. Bro, wo hast du jetzt Timmy hingebracht? Alter, die machen voll ernst. Okay, ich werde das noch überleben, Leute. Ja, komm, ess deine Äpfel, du wirst bald keine mehr haben. Ja, sehen wir gleich. Und weg mit dir. Jungs, wir haben ihn gleich. Weiter. Nicht aufhören. Wir holen alle deine Totips. Da wirst halt du da statt Timmy drin sein. Schnell. Nein, haut ab. Jungs, der darf nicht abhauen. Schnell. Nein! Bro, nein! Auf Wiedersehen! Digga! Ja. Jetzt können wir sogar noch mal kurz ein bisschen... Wir wissen, wo du raus musst, Alter. Warte mal. Ja, okay, dann versuch mich doch aufzuhalten. Ciao. Boah, der war knapp, der Schuss.
Er wo ist der? Der ist unsichtbar, der Typ. Wer ist unsichtbar? Ja, Stu, hä? Wo ist er ist abgehauen, Digga. Er muss zu den durch die Portale raus. Mann, wieso haben wir eigentlich niemanden den Typen bewachen lassen? Jetzt kommt er einfach verschwinden. Bro, wir müssen schnell zu den Portalen. Komm. Okay. Wir müssen hier durch. Die dürfen nicht weg, Leute. Wo hat der Timmy hingebracht? Warum kooperiert Stu auf einmal mit Timmy? Ich muss auf Beule warten. Beule, beeil dich. Komm jetzt. Ja. Komm. Ich weiß, wo die Schattenkriegerfestung ist. Oh, let's go. Ja, ich war da auch schon. Warte, das war doch hier irgendwo. Da sind die Schattenkrieger. Ey, Schattenloser! Wo seid ihr? Timmy, wo versteckst du dich? Nein, wo sind die hin? Wie kannst du auf einmal mit Timmy kooperieren? Und wo ist Steinchen überhaupt? Der ist offline, Digga. Der hat uns im Stich. Siehst du, deswegen sollte ich deine rechte Hand werden. Wo seid ihr? Bro, ich sag dir alles. Ich werde dir alles wegsprengen, wenn die Timmy nicht rausrücken. Ich will wissen, wo Timmy ist. Lass mal hier überall gucken. Wie kann das denn sein? Muahaha, schreibt er, ja. Timmy, du verrätst uns schon wieder, indem du mit so einem Schattenloser kooperierst. Was ist hier drin? Hier kann man voll gut klauen, Mann. Was ist das hier? Egal, die sind nicht hier, Beule. Lass mal. Oh, wo können wir noch suchen? Was fällt dir ein? Ich weiß. Oh mein Gott, hier kann man voll viel klauen. Ich meine, Muni ist auch weg. Lass mal in der Mädchenstadt oder so gucken. Okay. Schnell. Vielleicht sind die ja hier irgendwo. Siehst du sie irgendwo? Nee, hier ist auch niemand. Bro, lass mal rüber zu ihrem Haus. Polizei hier. Ey, Beule, ich sag dir ganz ehrlich, wenn die Timmy nicht rausrücken, ich spreng hier alles weg. Ich spreng alles weg, was denen lieb ist. Ja, ich helfe dir dabei. Ich spreng den alles weg. Hero, meinst du nicht, das wäre irgendwie ein bisschen zu viel? Also irgendwie übertreibst du vielleicht ein bisschen. Ich meine, diese armen Häuser können auch nichts dafür, das sind alles. Ich geb den 24 Stunden, Digga. Sonst spreng ich wirklich alles weg. Ich spreng komplette Mädchenstadt, ich spreng Schattenkrieger. Okay. Sonst Mädchenstadt und Schattenkrieger Base, bye. So, reicht's. Bro, er kann sich nicht mit dem Feind verbünden und dann sowas machen. Wenn Tobi online ist, kann ich dann einfach direkt mit ihm reden und sagen, Bro, guck mal, was die hier machen. Weil Tobi hat ja auch, sag ich mal, so ein bisschen Entscheidungsschwierigkeiten, ob der zu den Schattenkrieger will, Crystalkrieger oder halt eben zu uns. Und die Sache ist ja die. Guck mal, wenn jetzt bei den Schattenkrieger, ja, wenn die geholfen haben, Timmy zu befreien und Timmy ja auch immer auf Jagd bei Tobi war und alles drum und dran, was bedeutet das? Das kann ja, der kann ja keinen Anhang finden darin. Tobi muss zu uns. Tobi, komm zu uns. Mann, wir sind die Coolsten auf dem Weg. Was hat Stu damit nämlich auch ausgesagt, dass natürlich er auf der Seite von Timmy ist, wenn er ihn befreit hat? Das stimmt auch. Das ergibt alles gar keinen Sinn. Ich meine, er war doch nie auf der Seite von Timmy. Wieso ist er jetzt auf der Seite von Timmy? Digga, vor allem, wie schnell kann er sich entscheiden? Als ob der plötzlich alles vergessen hat, was Timmy ihn angetan hat oder seinen früheren Lauchbruder und alles drum und dran. Das kann es nicht sein. Mann, aber wo sind die denn jetzt? Warte mal, ich lass mal doch auf ein Ei gucken, aber ich denke mal nicht. Nein. Das geht nicht. Ich muss unbedingt mit Tobi reden. Ich muss Tobi davon überzeugen. Und wenn er nicht will, dann zwinge ich ihn einfach dazu. Aber erstmal frage ich lieb. Ja, klar, wenn er das ablehnen sollte, dann wird das nächste Mal auf jeden Fall nicht so gemütlich ausschauen, wenn ich ihn dann fragen werde. Digga, wo sind die denn jetzt? Das kann doch nicht sein. Leute, habt ihr noch eine Ahnung? Schreibt es mal bitte in die Kommentare, wo die sind oder so. Wir waren bei den Schattenkrieger, wir waren jetzt hier beim Ei, wir waren in der Mädchenstadt. Die sind nirgendwo. Selbst hier sind die nicht. Ich spreng wirklich alles, wenn die den nicht rausrücken. Ich sag's dir ehrlich. Egal, Beule, ich werde jetzt erstmal kurz warten und mit Tobi kurz mal schreiben, dass er online kommen soll, dass ich dann mit ihm kurz quatschen kann. Überzeug ihn, hol ihn auf die richtige Seite. Ja, natürlich. Wir sehen uns, Beule. Geh du wieder zu unserer Festung. Ciao, ich such die oder ich oder irgendwie sowas. Pass bloß auf, die machen sonst was. Irgendwas. Okay, Leute, ich werde jetzt gleich mal Tobi anschreiben, dass er online kommen soll, dass wir unbedingt quatschen müssen. Es ist super, super wichtig. Okay, Freunde, Tobi hat jetzt geschrieben, dass er bei sich zu Hause ist und er ist jetzt online. Also er kommt gleich online, hat er gesagt. Also gehe ich schon mal zu ihm nach Hause und dann werde ich ihn auf jeden Fall davon überzeugen können, hier bei den Höllenkrieger zu joinen. Tobi, bist du da? Okay, ich warte einfach hier. Ich warte, bis er kommt. Schnell zu Wasserkriegerbase, schreibt Stu. Oh, ich kann da jetzt aber nicht alleine hin, weil da waren Pische halt und Stu. Und jetzt bin ich gerade alleine. Und in der Overworld. Hallo, ich kann es jetzt. Tobi. Du bist da. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich muss mit dir über was Wichtiges reden. Du musst mit mir über was Wichtiges reden. Was kann denn so wichtig sein? Ich weiß nicht. Hast du schon mitbekommen, was bei den Höllenkrieger gerade so los ist? Ja, irgendwie Meuterei von dir oder so.
Ja, Meuterei würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen. Ist das mit Netherrack gemacht, die Rüstung? Ja, Mann, das hast du mir doch letztens erzählt, Alter. Ah, dass das jetzt funktioniert. Ja, ich dachte nicht, dass du das schon gemacht hast. Ja, doch, Digga, das sieht richtig nice aus. Egal. Noch krasser sieht es aber aus mit dem Armor-Trim, was ich habe, dieses stille Armor-Trim, was Sue und so auch haben. Damit kannst du mir das mal ausleihen später? Oder halt, ich kann dir Diamanten geben, dass du es duplizieren kannst und dann kannst du mir eins geben. Eins kann ich dir geben, warte kurz. Gib mir eine Sekunde. Bester Mann, ey. Freunde, deswegen guckt euch mal an. Tobi ist so, so... Das musst du direkt so benutzen, ne? Giebig. Was, direkt benutzen? Das musst du direkt benutzen. Ich hab Netherrack dabei. Ja, okay, dann hier. Aber dann habe ich es nur auf einem Piece. Ja, ich will dir es noch einmal kurz zeigen. Mach auf die Brustplatte. Ja, okay. So, zack. Wie schaut's aus? Boah! Siehst du, was ich meine? Das sieht... Warte, ich mach kurz Shader an. Warte, lädt. Boah, ey, Leute, seid mal ehrlich. Ey, crazy. Boah, okay, ich verstehe, was du meinst. Also, es ist nicht wirklich eine Meuterei, was ich angezettelt habe, sondern Timmy hat ja die Höllenkrieger aufgelöst. Er hat zwar uns im Insgeheim dann so mitgeteilt, dass er nur so tun würde, als ob, aber selbst das ist einfach nur Hochverrat, weil es geht ihm immer nur um Muni. Nur Muni, hier, Muni, da, Muni, bla. Ja, ich sehe, was du meinst. So, und weißt du, wir sind ja eine Einheit, ein Clan. Er hat uns komplett vernachlässigt und alles drum und dran. Und ich bin ja seine rechte Hand gewesen. Ich habe ja gerade noch so alles zusammenhalten können. Die ganzen anderen, also so Snoopy, Beule und Steinchen, wurden ja auch schon mittlerweile unruhig, weil es gab keine Befehle mehr. Es gab nichts mehr für uns zu tun. Deswegen haben wir auch jetzt erst über Nacht die ganze Kuppel fertig gemacht für unsere Base. Ja. Die musst du dann später mal anschauen. Das sieht richtig cool aus. Und ich bin jetzt der komplett neue Anführer von den Höllenkrieger, weil ich habe Timmy eingesperrt. Oha. Ja, das habe ich mitgekriegt. Okay, und jetzt haben wir folgendes Problem. Ja? Ich weiß ja nicht. Hast du dich jetzt eigentlich mittlerweile schon für einen Clan entschieden? Sei ganz ehrlich. Hab ich nicht, nö. Okay, und zu wem würdest du tendieren? Zu Favoriten? Also, das Ding ist, eigentlich, also momentan wahrscheinlich zu den Kristallkriegern. Okay, ja. Vielleicht aber auch Schattenkrieger, weil das Ding ist, die Schattenkrieger, so Kian und Sio sind momentan richtig freundlich drauf. Ja, und da kommen wir zum Problem. Genau, was du gerade gesagt hast. Denn Timmy ist nicht mehr im Gefängnis. Timmy ist nicht mehr im Gefängnis. Was, wieso das denn? Weil die Schattenkrieger, also Sio und Pish, da ihn befreit haben. Und da würde ich mal gerne deine Meinung wissen, ob du dann wirklich zu den Leuten willst, die eigentlich den befreien, der dir am meisten feindlich gesinnt waren und somit ja auch eine Allianz sozusagen zeigen damit. Ich sehe, was du meinst. Muni ist gestorben. Okay. Muni, Skill-Issue halt, ne? Nee, aber dann muss ich auf jeden Fall mal mit denen reden, die fragen, was das soll. Ja, natürlich. Und das ist deswegen. Und guck mal, wir unterhalten uns ja sowieso aktuell sowieso am meisten so, weil ich bin der Höllenkrieger, du bist doch sehr unparteiisch, aber wir haben uns ja bis jetzt am meisten so unterhalten, so von Höllenkrieger zu Tobi. Ja, wir verstehen uns eigentlich ganz gut, das stimmt, ja. Genau, richtig. Und durch meine neue Führung, sag ich dir ganz ehrlich, hast du einen ganz, ganz besonderen Platz, wenn du zu den Höllenkrieger kommst. Sagst du? Mhm. Okay, das klingt interessant, aber ich möchte erst nochmal mit den anderen reden. Ja, das kann ich auch verstehen. Partei zu ergreifen ist halt echt schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, das kann ich absolut verstehen. Weißt du, wie schwierig meine Entscheidung war, dass ich jetzt Timmy stürze? Ich habe Timmy als mein Vorbild gesehen. Aber Hochverrat ist Hochverrat, das ändert nichts, ob der jetzt mein Chef ist oder nicht. Und deswegen fand ich einfach, es musste einfach eine neue Macht, eine neue Kraft an die Höllenkrieger gelangen. Und ich glaube, mit meiner führenden Hand wird das auch besser laufen als mit Timmy. Weil Timmy, wie du ja schon selbst gesagt hast, größenwahnsinnig und so. Und das habe ich jetzt auch mittlerweile gecheckt, wegen Muni und so. Ja. Aber ich verstehe. Unterhalte dich mit den anderen, aber pass bitte auf. Ich überleg's mir. Das ist auch kein schlechtes Angebot von dir. Ja, das ist das gut. Weil Sio hat sich jetzt plötzlich mit Timmy verbunden, deswegen sei vorsichtig, okay? Dann muss ich Sio gleich mal fragen, was da los ist. Ja, auf jeden Fall. Alles klar, bis dann. Tschüss. Boah, Freunde, das klang doch gar nicht mal so schlecht. Oh mein Gott. Also die Sache ist ja die, der Clan, der Tobi auf seine Seite ziehen kann, hat ja automatisch einfach den Vorteil. Er weiß sehr viel. Er war der Ex-Admin oder
ist noch Admin. Ich weiß nicht, ob der irgendwas verschweigt. Keiner weiß es. Aber Freunde, für diese krasse Folge, wie gesagt, 24 Stunden Zeit haben jetzt die anderen Zeit, mir Timmy rauszurücken. Sio hat irgendwas wegen Wasserkrieger geschrieben. Das, aber ich glaube, das ist eine Falle. Ich kann da jetzt nicht hin. Ich kann da jetzt nicht alleine hin. Deswegen, Freunde, wenn ihr schauen wollt, wie es morgen ausgeht, ob Sio mir Timmy wieder rausrücken wird, dass ich ihn einsperren kann, bis er sich vor mir verbeugt und mich als Anführer anerkennt, seht ihr, wenn ihr die Glocke aktiviert, Like da lässt und abonniert.